bleibt immer gleich. Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir den Weg aufgesucht. Den nächsten Mechanishirn zu klatschen. Genau, wir müssen ein zweites Robohirn finden. Und insgesamt drei. Eins haben wir schon. Genau, die haben nämlich einen Radalpeilsender und Ada kann mit 3 die Position des Sendersignals von dem Mechanist triangulieren und zurückverfolgen. Da wissen wir, wo er ist. Oder es. Ei. Hoho, die Grafik hat aber richtig am Arsch da hinten. So. Wir gehen hier lang. Bevor wir da lang gehen. Das ist wichtig. Sonst brennt mir der Ohren weg. Da haben wir auch noch ein Boot entdeckt. Da hinten war dann noch die CIT-Ruine, in dem nichts ist. Die total langweilig waren. Und sich nicht herausgestellt haben als der Ort, wo das Institut ist. Und wo die ganzen Synths herkommen. Die waren da, aber so überrannt von Supermutanten. Also, nee, war sie doch nicht. Boah. Entgegen der aktuellen Moderation, die ich jetzt tue, ich kenne das Spiel und die Story und Geschichte. Ich habe das Spiel auch bis zum Ende mal durchgespielt. Wenn man mich jetzt spoilern wollen würde, würde man sich nur die anderen spoilern. Denn ich habe alles gespielt hier an dem Spiel. Ist nur ein bisschen her. Oh, das ist neu. Der Text. Panzerbot. Was war das denn? Hast du es gesehen? Hey, der ist tot. Ich schlage vor, wir nehmen so viel mit, wie wir tragen können. Das schlage ich auch vor. So, das ist ein neues Holoband. Zumindest hat sich das gerade angehört, als wäre es ein neues. Hören wir uns das mal an. Bewohner des Commonwealth, ich bin es, der Mechanist. Ich komme, um euch vor einer neuen Geißel zu warnen, die Unschuldige bedroht und meine Roboterverbündeten vernichtet, die euch nur retten wollen. Diesem Schurken ist es egal, was wir erreicht haben. Aber wir werden ihn finden und zur Strecke bringen. Oh, okay. Das ist ja böse. Und ich glaube, wir sollten dem in der Silberschrautrüstung begegnen, denn nur einer kann dagegen halten. Denn es ist Silberschraut. Seine Rüstung. Die macht sogar mehr Schutz. Dann sollten wir die auch tragen. Ich... Ne, wie was? Der Tod kommt dich holen, Schurke. Und ich...
bin sein Vollstrecker. Leider sind wir nicht im... Oh, schade. Ich dachte, wir... Silver Short Radio wäre es cool gewesen. Vielleicht können wir es noch hören. So. Der Bot nutzt ein paar Reparaturarme. Und hey. Hey. Ja. Ada. Hier, Ada. Ein leicht verbeulter, aber voll einsatzfähiger Radarpeilsender. Hervorragend. Mit etwas Glück hilft er uns, das Signal des Meckens zu orten. Wie genau bringt dieser Peilsender uns beim Orten des Signals des Mechanist weiter? Jeder Peilsender eines Robohirns hat eine eigene Verschlüsselung, damit man das Signal nicht zur Quelle zurückverfolgen kann. Wenn wir jedoch zwei weitere Peilsender hätten, sollte ich genug Daten haben, um den Code zu knacken. Sollte meine Theorie also stimmen, hilft uns dieser Peilsender, das Signal des Mechanist zu orten. Keine Angst, das wird schon klappen. Das hoffe ich doch sehr. Ich starte meine Entschlüsselungssubroutine, aber das könnte eine Weile dauern. In der Zwischenzeit habe ich ein weiteres Signal eines Robohirn-Peilsenders geortet. Das sollte der letzte sein, den Sie beschaffen müssen. Lass mich raten. Das wird eine Menge Laufarbeit. Ihre Scharfsinnigkeit ist beeindruckend. Falls meine Berechnung stimmt, kommt das Signal von... Oh, das ist nicht gut. Position bestätigt. Das Robohirn befindet sich bei der Satellitenstation Fort Hagen und damit in den Händen der Rust Devils. Rust Devils? Die kriegen wir mit Stahlwolle und ein wenig Zitronensaft weg. Es wird etwas Stärkeres brauchen, um diese Feinde zu bezwingen. Meine alte Karawane ist ihnen begegnet, während wir den Fluss in die Stadt überquert haben. Die Rust Devils sind ein Haufen ruchloser Raider, die Roboter für ihre üblen Zwecke missbrauchen. Sie durchkämmen das Commonwealth nach uns Robotern. Was sie nicht fangen und umprogrammieren können, zerlegen sie in Einzelteile. Mir ist klar, dass sie für mich eine größere Gefahr sind als für sie. Ich wollte sie nur informieren. Nun, da das geklärt ist, ungeachtet dessen, was vor uns liegt, kann ich unterwegs problemlos weiter das Signal entschlüsseln. Sollen wir also aufbrechen? Aber sicher doch. Gut, Fort Hagen ist unser nächstes Ziel. Fort Hagen ist... Ja, bisschen weiter weg. Und dann noch ziemlich dicht an Fort Hagen. Einen Sprungpunkt haben wir nicht auf dem Laufweg. Oberland wäre in der Nähe. Von Oberland könnte man... Naja, nur noch weiter wegspringen. Also, nehmen wir die Beine in die Hand und ziehen los. Den Bösen auf die Spur zu treten. Es ist erstaunlich, wie viel wir hier draußen noch zu entdecken haben. Eigentlich haben wir nicht mehr viel zu entdecken. Das Spiel ist de facto durchgespielt. Wir haben jetzt noch ein paar Addons durchzukauen. Vault 88 ist noch ein kleiner Storystrang, den wir machen müssen. Indem es unter die Erde geht. Da bauen wir unsere eigene Vault. Das können wir machen. Aber viel würde ich da jetzt auch nicht rumbauen. Das ist... Ich weiß nicht. Schreibt es in die Kommentare, ob das euch interessiert. Wenn wir da jetzt eine Vault bauen würden. Wie ein Spiel nachlädt, ey. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Na, egal. Wir werden auf jeden Fall recht zügig jetzt vorankommen und dann bald auch Verhaber treffen. Verhaber ist das erste große DLC mit einem neuen Gebiet, was Richtung, ich glaube, Silent Hill. Ich glaube, am besten beschreibt es den so eine Imitation von dem Film Der Nebel, wo Kreaturen aus dem Nebel kommen. Das kann man sich da ganz gut vorstellen. Ein wirklich gutes Addon, muss man sagen. Was seid ihr denn? Stehen bleiben! Zivilisten, die hier durch wollen, müssen 500 Kronkorken bezahlen. Wie wär's mit einem kleinen Preisnachlass? 400? Kannst du dir das leisten? Komm schon, da geht doch noch mehr. 350. Letztes Angebot. Ich habe das Gefühl, dass du gleich eine Zahl sagst,
die mir gefällt. Unter 250 ist auf keinen Fall drin. Hm. Was, wenn ich nicht zahle? Peng, du bist tot. Tja. Kannst du wirklich nicht noch ein paar Kronkorken runtergehen? Ich bin Profi. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Tja, dann tschüss. Steck dir deine Gebühr sonst wohin. Tut mir leid, aber Befehl ist Befehl. Dann mal los. Tschüss. Ich würde das wirklich gut finden, wenn mein Sicherheitsprogramm nicht ständig meine Videos minimiert. Verdammt. Mann, was habt ihr da für ein Problem, sag mal. Das ist nie passiert. Und auf einmal ein sehr bekanntes Sicherheitssystem. Auf einmal kommt so aufplops nach unten rechts und sagt, ey, weißt du schon, dass du bei Firefox keine Sicherheitseinstellung hast, ne? Junge, wenn ich ein Spiel spiele, hast du in Silent Mode zu gehen, du Depp. Und nicht mehr irgendwas runterzuschieben, du Depp. Es regnet. Es regnet allerdings. Oh, auch um mich rum, okay. Wir werden die Gebühr übrigens bezahlen können, ne? Wir haben 15.000 Kronkorken, das ist gut. Damit kann man viel machen. Aber ich habe keinen Bock zu bezahlen. Vielleicht brauchen wir irgendwann Moon. Und finden tolle Moon und dann können wir es leisten. Uns das leisten. Oh shit. Ich glaube, wir kommen jetzt durch ein Schlachtfeld, ne? Aber vielleicht können wir es auch umrunden. Es besteht auch immer die Chance, dass Ghoul-Horden ankommen. Gerade bei so Stürmen. Wir werden das mal beobachten. Pulaski! Atombunker für kleines Geld! Ich finde das cool. Nichts dabei. Ist derselbe Weg, dem wir übrigens Kellogg hinterhergelaufen sind. Das Gebiet haben wir erkundet, naja. Da waren wir auch schon. Wenn wir irgendwo was nicht entdeckt haben, dann werden wir es direkt mal aufsuchen, weil müssen wir mal so langsam alles fertig haben hier. Fallout ist jetzt auch so ein Produkt, das jetzt schon lange läuft bei mir. Seit 2019 oder 20. Kannst mal eben nebenbei nachgucken, wie lange Fallout wirklich läuft. Fallout. Oh Gott, der Fisch wieder raus. Damals waren die Bilder noch in Schwarz-Weiß. Und oh Gott. Ach du heilige Scheiße. Ich hatte recht. Das Let's Play ist gestartet 2019. Es ist jetzt 4 Jahre her und jetzt ist die Zeit gekommen, das Spiel durchzuziehen. Es war ja auch damals die immense Produktionsaufwand, der mich daran hinderte, hier weiter Videos zu machen und das Spiel durchzuspielen. Dann gab es auch einen Rechnerwechsel währenddessen. Da musste das natürlich auch laufen. Aber nicht das letzte Auto. Ich wollte da noch durch, ne? Und ja. Ich habe eine Umfrage gestartet und die meisten haben entschieden,
Nein, wir wollen diese was bisher geschah nicht. Und dadurch beschleunigt sich das natürlich. Ich brauche jetzt nur noch Intro und Outro zusammenschmeißen. Und das ist wunderbar. Hier sind Zigarettenautomaten. Brauchen wir nicht. Und ich möchte mich auch dafür bedanken, für die, die diesen Vote gegeben haben. Schade für denjenigen, der das gerne hätte gesehen. Es wird ein was bisher geschah geben für Frau Haber. Aua, Wichsviech. Sieht aus wie das Schiff aus Lex the Dark Zone. Okay. Ne, für dich tut's mir leid. Die Mehrheit hat da anders entschieden. Wir haben eine weitere Nacht überlebt. Aber hey. Ein Erfolg, würde ich sagen. Im Grunde genommen ist es wirklich absolut verdammt heftig, schmerzhaft, was jetzt auf uns zukommt. Oder auch nicht. Oh, was kommt auf mich zu? Au. Du machst ja gar keinen Schaden. Auch das ist ja Pillepalle hier mit dir. Munitionsverschwendung. Ja! Wie viel Schaden der auch an mir wird. Das ist. Oh, ist das traurig. Damit sind wir nochmal gestorben an der Stelle. Ich glaube, das waren Knochen. Was ist das da links? Das ist eine Fabrik, ne? Ah, Poseidon-Reservoir. Ah, okay, hier sind wir also. So, das ist ein Bunkergebiet. Das wir durchqueren jetzt. Im Moment ist es auch so, dass ich zwei Folgen fast pro Tag aufnehme, zwei Episoden. Und das ist ein guter Tonus, dann kommen wir gut voran. Aber es sind das viele Gestelle hier. Jetzt nur mal eine aufnehmen. Alter, das ist eine Menge Kleber hier. Wahnsinn. Das ist gut. Perfekt. Ich habe übrigens auch... und ich habe ein richtig gutes Angebot geschossen. Es gab bei Steam, gibt es ja normalerweise nicht so... krasse Rabatte. Aber, ich sag bei einem Spiel, was Dishonored 2 heißt, und ich weiß, den ersten Spiel habe ich noch nicht Let's Played, aber das ist, kommt noch. Das will ich euch nicht vorenthalten. Und das ist gut, nämlich, das habe ich gespielt. Das ist aber auch schon lange her. Dishonored 2 und plus Prey für 2,99. Wer sagt denn da nein? Ich glaube, es ist das aus Jahr 2016. Ich weiß es nicht. Ich habe Prey nie gespielt. Aber es soll gut sein. Und es ist ein Shooter. Also ungefähr wie dies hier, kann man sagen. Nur ein bisschen verdrehter und hübscher und doller und besser. Aber mal schauen. Was meinst du, ob wir das... Robohirn noch finden? Heute? Falls du eine Tüte Chips haben willst, ich habe noch in der Küche welche. Kannst du ja holen. Hol mal für mich mit. So, da oben haben wir die Satellitenschüssel. Die sind heute dafür da, Dinge zu machen. Nämlich Worst Devils mit dem Plasmagewehr abzuschießen. Oh, die schießen ja schon auf mich. Ey,
Wie haben die mich entdeckt? Entdeckt. Ey, da, geh aus dem Weg. Pfirsich? Wieso Pfirsich? Boah, schieß ich die alle weg, ey. Die Entfernung ist gut. Die treffen nichts, ich treffe alle. So, gucken wir nicht doch noch eine, ob hier ist. Da blitzt was. Das ist meistens ein schlechtes Zeichen. Das könnte nämlich auch ein... Es blitzt aber nicht rot da hinten, dann ist es kein Aggressortron. Oder wäre es auch rausgerannt wegen Pathfinding, also Wegfindung. Der ist auf jeden Fall tot, das ist gut. Ich sehe auch nichts mehr. Dann ist, glaube ich, nur noch einer da hinten am Leben oder so und dann können wir stürmen. P90 hat noch 3400 Mun, das waren mal 4000. Also es geht steil bergab. Aber im Moment haben wir noch genug. Wir sammeln uns dann auch die... Oh, Plasma-Gewehr 1000 direkt. Oh, ob das sich auflädt, jedes Mal, wenn ich das benutze? Oh, ey, das nutzt Zelle, ne? Ja. Sehen Sie sie, Sir? Ja, jetzt sehe ich's. Oh, ist gleich weg. Nö, ist er nicht. Das ist so cool. Oh, ist ja noch einer. Geschützturm. So, die Patrone lade ich jetzt nicht nochmal nach. Das habe ich jetzt schon dreimal gemacht. So, hier waren wir auch schon mal. Wir haben die schon mal gelootet. Und die sollen ein Robohirn haben? Gut, zutrauen würde ich denen das. Oh Gott, man kann mit denen reden. Das ist jetzt mein Gebiet. Ich will nicht den, das Alien haben. Ich will die Zuckup Rounds und das andere. Die nehme ich auch mit. Da hast du recht. Mini-Atombombe ist gut. Sollen wir mal auf stärkere Gegner treffen. Sei es in Nuka World oder in Fahaba, dann werden wir die brauchen. Es gibt ja nämlich andere Gegner. Ich weiß nur nicht, wie stark die sind im Verhältnis zu unserem Schwierigkeitsgrad. Und vor allem, ich glaube, ich habe... Ja, ich habe schon Schadensresistenz 3. Das ist natürlich abnormal heftig. Zusätzlich zur Rüstung bin ich so gut wie unverwundbar aktuell in dem Spiel. Das ist dumm. Dumm, weil ich euch halt den Schwierigkeitsgrad nicht bieten kann, den ich eigentlich haben will, nämlich mehr sterben. Mein Versuch ja mit Mod-Waffen mehr Schaden dem Gegner zu geben, dass er mehr Schaden austeilt. Ja, leider ein bisschen fehlgeschlagen. Gibt es irgendeine Lampe? Ah, da oben. Wir müssen irgendwo. Ah, ja, hier geht's hoch. So war das. Dann können wir da hinten die Tür öffnen. Ich glaube, die ließ sich nicht öffnen, oder? Da war ja was. Wachdienst kennen wir. Es sind viele Mechanispots unterwegs. Dass wir nicht an Wachposten sparen dürfen, könnte gut sein, dass der Drecksack schon morgen angreift, um sich unsere Bots unter den Nagel zu reißen. Nein, Lockjaw, das heißt nicht, dass du drei Bots auf die Streife schicken und dich dann hinlegen kannst.
Ich will zu jedem Zeitpunkt mindestens zwei lebende Menschen auf Streife und das Gelände. Und lass es mich sofort wissen, wenn komische Roboter den Hügel raufkommen. Tür auf. Tür auf. Entsichert. Fort Hagen Hangar. Komm, das muss nicht so viel laden. Es ist einfach nur ein Raum. In der Sekunde, wo ich ausmache, fängt er sofort schnell durch und zu laden. Das ist wirklich Katastrophe. Da ist nichts mehr. Denkst du? Das sind Sprengfallen. Passen wir mal besser auf. Da kommen wir nicht durch. Wir müssen also hier lang. Oh, na, krass, der war tot. Der hätte mir einen fetten Laser ins Gesicht geschleudert. Habt ihr das gehört? Eine Menge aus. Legendärer Mr. Handy-Vernichter. Guck mal, der macht gut Schaden. Ey, das ist wirklich. Au! Nützlich! Nee, das nennt man radioaktive Strahlung. Schaden hat er nicht gemacht, aber voll fett Strahlung ins Gesicht geschleudert. Wir sind die Borg. Wenn du das sagst. Mein Name ist aber nicht X. Ist das ein Chaos hier? Oh, eine Coca-Cola! Schnell hin, bevor es einen anderen nimmt. Yes. Blutkonserven. Nimm mir das Spiel, macht aus diesem Schrott automatisch Ressourcen. Zermalmer. Wenn wir Red Away nehmen, wird gerade viel Strahlung kassiert. Bin ja gerade auch nicht im Kampf. Schlechter Switchblade. So, wir sind ja auch mit dem Robo-Hirn hier.
Das soll da in die Richtung sein. Dann mal gucken, wo das ist. Wie gesagt, normalerweise gibt es auch ein Gewichtslimit. Aber das liegt bei mir bei minus 1. Aktuell habe ich ein Gewicht von 1109. Oder? Nee, das aktuelle Gewicht ist minus 1. Ja, das ist mein Maximalgewichtslimit. Aber ich finde die Mod eigentlich perfekt. Zumindest fürs Let's Play. Wenn man reell spielen will, kann man machen. Dann muss man die Mod nicht installieren. Das wäre fürs Let's Play hinderlich, wenn man sagt, ja, ich kann das nicht zeigen, weil ich habe ein Gewichtslimit. Oder, oh, ich muss ständig wieder zurück. Ja! Gut, was haben wir hier? Ah, heiliger Gral, du hast meine Gebete erhört. Ich bin Iron Man. So, jetzt haben wir eine Power-Rüstung. Wunderbar. Aber sehr viele verschlossene Türen. Türen führen nach Lyren. Ich bin der Mechanist. Ich bin dein Untergang. Ich bring dich über den Jordan, Jean, über den großen, weiten Ozean. Mit meinem Laser schieße ich dir das Hirn weg. Oh, schön. So werbeuntauglich, genau, so sieht's nachher aus. Möchtest du was? Oh komm, da kann ich nicht Nein sagen. So, gespendet. Leute, zur Weihnachtszeit. Es gibt auch Faker, ne? Die schicken ihre Leute dann einfach auf die Straße. Und das finde ich ungerecht. Normalen Menschen halt gegenüber und vor allem auch normalen Obdachlosen. Die wirklich bedürftig sind. Und da gibt es welche, die schicken einfach ihre Leute auf den Strich. Und versuchen dann Geld zu farmen. Und tun so, ja, ich bin ja arm, ich bin der Kranke. Gott, das ist ja viel Strahlung. Oh! Der Bär 1 hat dem zweiten Bär gerade das was vorgelesen. Und gute Nacht, Dings. Was ist denn hier los, ey? Was soll mir das alles sagen? Boah, die haben ihre eigene Armee gebaut. Werkbank. Gisibel. Das können wir schon. Also gut, Hirnkasten. Ivy sagt, ich soll herausfinden, wie du funktionierst. Also fangen wir mal an. Das ist völlig unnötig. Wir können diese doch recht unangenehme Situation sicher besprechen, bevor sie völlig aus dem Ruder gerät. Also, was genau hat diese Ivy denn gesagt, was sie tun sollen? Ganz einfach. Sie will, dass ich diese Glocke aufbreche, die du als Kopf hast, und herausfinde, wie dein Gehirn mit deinen Schaltkreisen verdrahtet ist. Vielleicht kann ich Ihnen hierbei helfen. Schließlich kann ich ja sonst kaum etwas tun, nachdem Sie meinen Körper von meinem Rumpf getrennt haben. Wie wäre es mit einem Kompromiss?
Nur zwischen uns beiden. Was zum Geier ist dein Kompromiss? Redest du von Treten oder sowas? Gut. Ich muss das so ausdrücken, dass sogar ein Dummkopf wie sie es versteht. Dann eben so. Sie brauchen Informationen, die ihren Boss glücklich machen. Ich möchte mein Gehirn in einem Stück behalten. Vielleicht kommen wir ja ins Geschäft. Gut, ich höre. Ich verrate Ihnen alles, was ich über meine Bauweise weiß. Alles, was diese Ivy hören will. Und ich verspreche Ihnen, sie wird nicht enttäuscht sein. Als Gegenleistung bleiben Sie mir mit diesen Werkzeugen fern und bringen mich wieder zu meinem Körper. Sie bekommen, was Sie wollen, und ich werde nicht seziert wie bei irgendeinem Laborexperiment. Abgemacht. Nun, das würde mir eine Menge Arbeit ersparen. Und Ivy wartet nicht gern. Weißt du was? Fang an zu reden. Dann höre ich auf zu bohren. Dann erzähle ich Ivy alles und wir werden sehen, wie glücklich sie ist. Aber erstmal lasse ich deinen Kopf in dieser Maschine. Nur für den Fall, dass du auf dumme Gedanken kommst. Wie hört sich das an? Oh, wird wohl reichen müssen. Ich meine, ja, abgemacht. Ist wohl nicht so weit gekommen im Deal, ne? Also gerade die P99 angeguckt. P90. Das ist die P99. Gut, also. Jezebel. Scheint wohl das jetzt zu sein. Sie sehen mir nicht nach einem Rust Devil aus. Was tun Sie hier? Vielleicht bin ich ja auch nur ein Rust Devil in einer schlauen Verkleidung. Bitte verkaufen Sie mich nicht für dumm. Warum erklären Sie mir nicht einfach, was Sie hier wollen und warum wir überhaupt diese Unterhaltung führen? Was haben dir die Rust Devils angetan? Sie dachten, dass es sich für Sie lohnen würde, meinen Kopf in Betrieb zu halten. Zu meinem Glück sind Sie so dumm, dass Sie tatsächlich glauben, was ich sage. Zugegeben, weit hat es mich noch nicht gebracht. Aber zumindest hat es mir das Schicksal meiner unglücklichen Kameraden erspart, deren Teile uns umgeben. Zurück zu meiner ursprünglichen Frage. Was tun Sie hier? Ich suche nach einem Radarpeilsender. Nach einem Radarpeilsender? Wie interessant. Da suchen Sie ja nach einem sehr spezifischen Teil. Und nach einem typischen Teilesammler sehen Sie mir nicht aus. Ich berechne eine Wahrscheinlichkeit von 98,8%, dass Sie nach dem Mechanist suchen. Wenn ich recht habe, und für gewöhnlich habe ich das, dann können wir uns vielleicht gegenseitig helfen. Wie in aller Welt sollte ich dir helfen? Sie hören mir zu? Wie überraschend. Ich nehme das als Geste des guten Willens und erkläre unsere potenzielle Abmachung. Also, wie kann ich das so einfach wie möglich ausdrücken, damit jemand mit Ihrer Rechenleistung das versteht? Um den Mechanist zu finden, brauchen Sie mehr als nur meinen Radarpeilsender. Sie müssen auch in die Anlage eindringen können. Das könnte ich Ihnen ermöglichen. Aber Sie müssen zwei einfache Bedingungen erfüllen. Zum einen müssen Sie mich so weit wie möglich von diesen Irren hier wegbringen. Zum anderen brauche ich einen neuen Körper. Sobald beides erfüllt ist, gebe ich Ihnen gerne alles, was Sie brauchen. Abgemacht. Woher weiß ich, dass du die Abmachung einhältst? Auch wenn in meinem Kopf ein menschliches Gehirn in Biogel schwimmt, bin ich dennoch an meine Programmierung gebunden. So ungern ich es auch zugebe, aber eine meiner Direktiven lautet, niemals zu lügen. Wenn ich auch nicht der bezauberndste Roboter sein mag, dem Sie je begegnet sind, werde ich ganz sicher nie eine Vereinbarung brechen. Jetzt, da wir das geklärt haben, frage ich erneut. Abgemacht. Okay. Eine kluge Entscheidung. Sobald wir an unserem Ziel sind, gebe ich Ihnen zu gerne meinen Radarpeilsender als Geste guten Willens. Und jetzt empfehle ich Ihnen, dass Sie aufhören, mitten im Feindesgebiet herumzutrödeln und uns beide unverzüglich hier rausbringen. Ich fürchte, wir haben jetzt eine neue Begleitung hier. Jezebel. Hey. Ich helfe gerne weiter, wenn ich kann. Hey, Ada. Hier, bitte, Sir. Danke. Hey. Ja, benötigen Sie meine Hilfe?
Nö. Mehr gibt es nicht. Kein Problem. Okay. Also, nehmen wir sie mit. Oh, shit. Wir können sterben, Leute. Es ist geschehen. Alter. Ich habe nur gesehen. Oh shit, mein Leben geht so weit runter. Okay, jetzt muss ich sterben. Das hat er wirklich verdient. Oh, verdammt. Ganzen Dialog noch. Sie sehen mir nicht nach einem Rust Devil aus. Was tun Sie hier? Na toll. Hallo. Hallo? Dialog? Vielleicht bin ich ja auch noch. Bitte verkaufen Sie. Was haben dir die Rust Devil? Sie dachten, dass es sich für Sie, zu meinem Glück, zugegeben. Weit. Ich suche nach einem Radar. Nach einem Radar? Ja, suchen Sie ja nach. Ich berechne ein. Aha. Wie in aller Welt sollte. Sie hören jetzt. Also, wie kann. Um den Mechanist zu finden, das könnte ich ihm zum einen müssen. Zum anderen. Aha. Woher weiß ich, dass du die Abmachung. Gar nicht. Sie werden. Was? Woher weiß ich, dass. Gar nicht. Sie werden. Viel geschlagen. Vertrauen lassen. Okay. Abgemacht. Okay. Okay, er ist tatsächlich fehlgeschlagen gerade. Interessant. Okay, ich glaube, da gehen wir mit grenzenlosem Potenzial ran. Okay, also. Okay, gehst hier raus. Scheiße. Ach, der lebt ja noch. Ich habe hier ganz vergessen, den einen. Achten Sie auf die Stolperdrähte. Ich würde den Tag gerne intakt überstehen. Aber die mir auch noch im Ohr. Boah. Da war Quantum, ich hab's nicht gesehen. Lies das, okay. An der die Highscores gelöscht hat, ich finde dich und reiß dir den Kopf ab, bis einer von euch es zugibt. Hände weg von Terminal. Punkte. Okay. Ein Band? Automatron. Was soll ich hier machen? Wie spielt man das? Achso. Ah, so. Okay. Muss man hier nicht auch schießen können? Lol, ist das hier, nee. Ah, man kann schießen. Ah. Bium, 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 bium. Dü-dü-dü-dü. Muss man retten? Ist das mit Maus? Ja, das ist sogar mit Maus. Musiker, ja, jetzt lerne ich das Spiel. Sehr gut. Das wird natürlich immer schwerer, ne? Oh, der hat zurückgeschossen. Ja, yeah, 2014. Das ist gut. Wir wollen nicht weiterspielen. Nö, quitt.
Aber hey, Holoband auswerfen. So heißt übrigens auch das Addon, was wir gerade erleben. Automatron. Leider ist die Folge gleich zu Ende. Wir werden... Oh, Herr Becker, das ist eine ganze Reihe. Ich sehe es schon. Das ist nicht mit einer Folge geschafft. Gekommen, wie ich dachte. Ich dachte anfangs, oh, eine Folge. Machen wir. Ganze Aufregung wegen nichts. Ganze Aufregung wegen nichts. Da, 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 da. Das Jet. Sie nehmen hier wirklich den Weg des größten Widerstands, was? Nicht, Sir. Ich glaube, wir sind nicht allein. Greife erneut. Hinter mir? Ah, da oben. Die geht mir auf den Sack jetzt gerade. Tot geprügelt. Hier waren wir definitiv noch nicht. Ja, zumindest das Gebiet schon durch haben. Und nicht hier mittendrin aufhören. Wer ist dieser Mechanist? Seine verdammten Roboter sind überall. In jedem Schrottplatz, in der Fabrik, sogar in diesem Robotic Pioneer Park. Wie bitte sollen wir Teile für unsere eigenen Bots finden, wenn dieser Loser uns an der Quelle abwirkt? Ist ja nicht so, dass wir uns nicht wehren würden, aber scheiße, wir erledigen jede Gruppe seine Bots und 10 weitere tanzen an. Stellt der Typ die irgendwo am Fließband her? Ihn zu finden hat oberste Priorität. Was sollen wir denn sonst tun, während er unsere Pläne durchkreuzt? Wir werden ihn finden, einen Bot aus seinen Knochen bauen und den dann unseren Müll raustragen lassen. Es war eine Routine-Mission, so im Schrott sammeln. Wir wollten reingehen, uns die von 4 Protektionen schnappen und wieder abhauen. Keine große Sache. Gut, der Aufklärer vor Ort haben uns vor einer Todeskralle in der Gegend gewarnt. Wie auch immer. Gegen unsere Bots könnte das Vieh genauso gut ein Maulwurfsretter sein. Kein Ding. Wir konnten uns sogar reinschleichen und uns die Bots holen, ohne das Monster aufzuwecken. Und dann, als wir gerade die Bots rausschaffen wollten, griff uns eine Horde Mechanist-Bots an, die unsere Beute wollen. Weil das Universum einen kranken Sinn für Humor hat, weckt das die Todeskralle auf. Also mussten wir uns um die auch noch kümmern. Hat uns 3 Männer und 2 unserer Bots gekostet. Aber wir konnten einige der Robohirne des Mechanist lebendig einfangen. Ach, eines, nicht einige. Hoffentlich führt es mich zu diesem Drecksack, der sich ständig in unseren Scheiß einmischt. Die Todeskralle, die meine Männer getötet hat, hab sein Schädel auf einen Bot gesteckt. Nicht aus irgendeinem... Nicht, nein. Auf den ultimativen Todesbot. Ahab wird an meiner Seite sein, wenn ich den Mechanist finde und ihn dafür bezahlen lasse, was er den Rust Devils angetan hat. Ich hoffe nur, dass wir seine Knochen dabei nicht völlig zermalmen. Aus denen würde ich gern was Lustiges bauen. Na, okay. Interessant. Ich glaube, sowas nennt man Husskick.
auch noch was drin. Plasma-Kartuschen wieder über 1000. Das ist gut. Wir kriegen ja auch jederzeit massig Munn. Jetzt irgendwie gegrillt zu werden. Come on. Es ist immer so aufwendig, hier rauszugehen und wieder rein. Das ist eine Torsteuerung. Klick. Das nehme ich mit. Ich suche immer nach Comic-Heften. Dann schaue ich mir mal ein bisschen genauer. Nehmen wir es auch nicht alles mit, wir haben einiges. Sicherheitstor. Basierend auf meiner begrenzten Erfahrung mit dir schätze ich unsere Chance hier rauszukommen auf 65%. Nicht optimal. Mehr Anstrengung würde vielleicht die Chancen erhöhen. Hör auf, so laut zu reden. Macht Schluss, Jungs. Da ist nichts. Das ist die, die mir den Kopf abgerissen hat. Jetzt reißen wir ihren ab. Das ist nur fair. Waffen entsichert. Entschuldigen Sie. Das war holy knapp. Was ist das? Tesla Driver. Ausgezeichnet. Wahnsinn. Wir sollten mitnehmen, was wir können. Sie werden diese Gegenstände. Legendäre Rüstung übrigens. Auch sehr gut. Das war die Chefin. Das war Ivy. Full of Jet. Die Kombination hat es gut reingehauen, sag ich mal. Also, der Aggressortron hätte mich fast erwischt. Da hat nicht viel gefehlt. Ich war ja wirklich schon auf Herzklopf. Oh, holy moly, ist das Shit.
Oh ja. Ein Yardstick. Salvage also Tron Head. Kann bis zu 5-mal aufgeladen, also gecharged werden. Bei Nachladen. Das ist eine Waffe übrigens. Je mehr Nachladungen, desto höher der Schaden. 25 Radiatorschaden. Oh. Ja, wir werden es jetzt mal ausprobieren. Ihr wollt es doch auch. Also gucken wir uns die Waffe mal an. Gerade irritiert. So, was? Da. Also, man muss es nachladen. So, es ist voll aufgeladen. Sicherheitstür öffnen. So, und wenn man es verschießt. Radiator. Interessante Waffe. Das kann man schon sagen. Müssen wir da hoch oder? Ja klar, da müssen wir auch. Das müsste auch abgeschlossen sein jetzt. Ne, ist es nicht, okay. Vielleicht haben wir das Ende eigentlich noch nicht erreicht. Gut, es gibt keins. So. Gehen wir raus. Ja, Impro-Waffen sind super scheiße. Oh. Endlich sind wir raus aus diesem Loch. Glauben Sie bloß nicht, dass Sie schon fertig sind. Ich kooperiere erst, wenn Sie einen Körper bringen, der meinen Standards entspricht. Ja, und wie es weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis demnächst.